und herzlich willkommen zum Conan Server und Singleplayer Einstellungsguide. Ich habe in den letzten Tagen unglaublich viele Fragen zu den Settings hier bei Conan bekommen. Deswegen habe ich gedacht, mache ich einfach mal ein kurzes Video und zeige euch so die Basics zu den Einstellungen. Technisch gesehen gibt es bei Conan keinen Singleplayer, das heißt, ihr hostet auch im Singleplayer praktisch euren eigenen Server auf eurem eigenen Rechner. Und das seht ihr auch, wenn ihr zum Beispiel ins Pausemenü, also es gibt praktisch kein Pausemenü und das Spiel läuft immer weiter, egal was ihr macht, das könnt ihr nicht pausieren. Das ist ein bisschen unpraktisch, aber das ist bei Conan so. Und auch die Einstellungen funktionieren genauso wie auf dem Server. Wenn wir hier in Settings gehen, dann könnt ihr unter Server Settings die Admin Einstellung hier aktivieren, einfach auf Make me Admin klicken und dann habt ihr alle Einstellungen hier zur Verfügung, beziehungsweise die wichtigsten zumindest. Und dann hättet ihr jetzt auch Zugang zum Admin Panel, was praktisch so das Conan Cheat Menü ist, wo ihr alle Ressourcen, Tiere und so weiter ran cheaten könntet. Ich persönlich empfehle wie bei allen Games erstmal die Finger von den Einstellungen zu lassen und das Spiel anzuspielen und erst bei Balancing Issues vielleicht dann im Endgame hier in den Einstellungen was zu verändern, aber das kann natürlich jeder machen, wie er möchte. Und deswegen zeige ich euch jetzt mal ganz kurz, wie das bei mir so aussieht. Ihr seht hier dann auch so ein bisschen meine Einstellungen, mit denen ich die Videos aufgenommen habe. Das sind nicht die Einstellungen, die für euch vielleicht perfekt sind. Und es sind auch nicht die Einstellungen, die ich immer verwendet habe, sondern ich habe, wie gesagt, auch mit Standardeinstellungen angefangen und habe das dann nach und nach verändert, so um das Balancing einfach für meine Zwecke anzupassen. In diesem Video werde ich nur auf die Basics eingehen, das heißt die Settings, die hier verfügbar sind und die mal kurz mit euch durchgehen. Es gibt natürlich sehr viel mehr Settings und da zeige ich euch jetzt mal ganz kurz für alle Fortgeschrittenen, wie ihr die einstellen und verändern könnt. Und zwar findet ihr die Settings in eurem Save Game unter Steam Apps, Common und Conan Exiles, Conan Sandbox. Hier sind die Save Games drin. Da könnt ihr auch Sicherungskopien von eurem Save Game zum Beispiel erstellen, so wie ich das hier gemacht habe. Und wenn ihr hier in Saved geht, in Config, Windows, No Editor, findet ihr die ganzen INI-Dateien. Hier habt ihr dann die Server-Settings und da könnt ihr dann alles nach Belieben einstellen. Das sind also die Settings drin, die in dem Menü drin sind, was wir uns gleich anschauen werden. Aber da sind auch ein paar andere Settings drin, die ganz interessant sind. Ich glaube, da sind nicht alle drin, also es gibt sicherlich noch mehr, die ihr zum Beispiel im Internet zusammensuchen könnt. Oder, wie gesagt, das Ganze funktioniert beim Server genauso wie im Singleplayer. Hier zum Beispiel jetzt bei gPortal, das ist jetzt mein gPortal Conan Server. Und wenn wir hier in die Basiseinstellung schauen, dann sehen wir, dass gPortal da schon einen riesen Haufen an Einstellungen drin hat. Und die könnt ihr hier auch alle frei konfigurieren. Das wird dann automatisch in die INI geschrieben. Und dann könnt ihr mit den Einstellungen loslegen. Wenn ihr euch einen Server sucht, dann empfehle ich auf jeden Fall gPortal, wie immer. Die sind eigentlich bei allen Spielen so ziemlich die beste Empfehlung, die ich euch geben kann. Und wie ihr seht, habt ihr ja auch richtig viel zur Auswahl. Also da sind auch viele Einstellungen dabei, die jetzt in der Game INI nicht drinstehen und die ihr dann da noch einfügen könntet. Die ganzen Einstellungen durchzuschauen, wäre jetzt etwas zu umfangreich für dieses Video. Was aber noch ganz interessant ist, sind die Konfigurationsdateien. Ihr habt bei gPortal wirklich Zugriff auf alles. Ihr habt auch FTP-Zugriff auf den Server, wenn ihr den brauchen solltet. Und hier könnt ihr zum Beispiel Server-Settings aufrufen, die Server-Settings-INI, könnt alle Settings rauskopieren und könntet die jetzt zum Beispiel auch bei euch in die Game-INI reinkopieren und entsprechend verwenden. Wie gesagt, da gibt es keinen Unterschied zwischen Singleplayer und Server. Ja, wenn ihr euch einen Server holen wollt, findet ihr in der Videobeschreibung wie immer den 5% Rabattlink. Okay, soviel mal zu den Servern. Jetzt schauen wir uns das einfach mal hier im Singleplayer an und gucken uns die wichtigsten Einstellungen an. Das sind also wirklich die wichtigsten. Man kann noch viel anderes einstellen, aber das hier ist eigentlich alles, was man so wirklich dringend benötigt. Und hier habt ihr einfach mal die ganzen XP, also Experience, Multiplier. Wenn ihr die hochdreht, dann habt ihr entsprechend, bekommt ihr schneller Erfahrung für die entsprechenden Dinge. Also hier habt ihr die Spieler-XP, die Spieler-XP fürs Rumstehen praktisch. Also da kriegt ihr dann noch zusätzlich XP einfach fürs am Leben sein und irgendwo rumstehen. So ist das bei Conan. Und das könnt ihr alles einzeln hochstellen, zum Beispiel auch die Kill-XP-Multiplier. Dann bekommt ihr eben 3,4 mal so viel XP, wenn ihr ein Tier tötet. Dann gibt es auch XP für Sammeln oder fürs Craften. Könnt ihr alles beliebig einstellen. Genau, das war jetzt Progression. Unter General gibt es jetzt noch einen Haufen. Also hier gibt es zum Beispiel PvP-Einstellungen. Wann man PvP machen kann, ist jetzt für einen Singleplayer nicht so wirklich ausschlaggebend.
Und hier gibt es ein Friendly Fire Setting nur für eigene Strukturen. Das heißt, ihr könnt das ein- und ausstellen, ob ihr eure eigenen Strukturen beschädigen könnt. Das ist zum Beispiel ein Setting, was ich jetzt eigentlich deaktivieren würde, weil man ganz gerne seine eigenen Mauern zerstört, während man irgendwelche Tiere wegräumt, die da gerade davor stehen und einen angreifen, gerade bei den Purges. Also das ist ein Setting, was ganz nützlich ist. Und hier gibt es wieder PvP-Settings. Die Einstellungen sind eigentlich auch alle ganz gut beschrieben. Da steht eigentlich immer ganz gut dabei, was das eigentlich ist. Also hier sind dann alle Container, also alle Inventare öffentlich. Man kann die trotzdem locken, wenn man möchte. Kann man aktivieren. Und dann gibt es ja noch den Sandstorm, den kann man deaktivieren. Es gibt die Guild Map Markers, das heißt, man sieht seine Mitglieder auf der Map. Man kann die Clan-Größe einstellen, die maximale. Das sind jetzt hier 30 Spieler, ist im Singleplayer auch nicht so wirklich ausschlaggebend. Dann gibt es die Tethering Distance. Das ist interessant, wenn ihr einen non-dedicated Server hostet. Das heißt, ihr stellt praktisch hier so einen Singleplayer in Anführungszeichen. Und das ist wie gesagt kein Singleplayer, sondern das ist eben einfach ein Local Server. Und da könnten auch andere Freunde von euch joinen und mitspielen. Und die Tethering Distance bestimmt dann, wie weit der sich von euch entfernen kann. Das heißt, je weiter ihr das hochdreht, desto weiter kann der Mitspieler sich von euch entfernen. Ihr hostet ja den Server, das heißt, er kann sich immer nur in einem gewissen Maß von eurem Standpunkt entfernen. Das heißt, je weiter er sich entfernen kann, desto größer muss natürlich der Radius sein, den euer PC hostet, also praktisch lädt. Der Teil der Map, der geladen sein muss. Und dementsprechend steigen damit auch die Anforderungen an euren PC ganz enorm. Ich empfehle auf jeden Fall, wenn ihr da zusammen spielen wollt, euch einen eigenen Server zu holen, weil das immer sehr stark auf die Hardware schlägt und meistens auch nicht wirklich gut läuft. Und man hat eben noch diese Einschränkung, dass sich der andere Spieler nicht weit entfernen kann. Dann haben wir hier die Nacktheitseinstellung. Ganz wichtig bei Conan. Bei None haben die Charaktere einfach immer ihre Hosen an und so weiter. Und wenn ihr das auf Full stellt, dann laufen die halt komplett nackt rum. Wobei das auch noch ein komplettes Server-Setting ist. Also das muss man, glaube ich, beim Erstellen des Servers schon einstellen. Ich weiß nicht, ob man das nachträglich hier noch einstellen kann. Das hat, glaube ich, früher nachträglich gar nicht funktioniert. Voice-Chat kann man aktivieren, deaktivieren. Es gibt eine Whitelist-Funktion. Das heißt, nur Spieler, die auf der Whitelist stehen mit ihrer Steam-ID, die können den Server joinen. Es gibt Landclaim-Notifications, kann man deaktivieren, aktivieren. Das heißt, wenn irgendwer Land claimt, dann bekommt man da wohl extra eine Notification. Okay, wenn man da so ein Land betritt, dann bekommt man eine Notification. Steht alles, wie gesagt, ziemlich gut dabei. Es gibt auch ein Event-Log, der ist bei mir nur für Admins freigegeben. Das heißt, den kann nicht jeder lesen. Progression hatten wir schon, dann gehen wir weiter zu Day- und Night-Cycle. Wir haben hier den Day-Cycle-Speed, das heißt, wenn ihr den runterdreht, sind die Tage und die Nächte länger. Weil ihr ja den Speed praktisch runterdreht, dauern die Tage länger und auch die Nächte, ist also der gesamte 24-Stunden-Rhythmus. Das ist ein bisschen unübersichtlich hier alles. Aber das sind eben alles diese Tageseinstellungen. Ihr könnt auch den Tag an sich ändern. Das heißt, zwischen 7 und 17 Uhr könnt ihr den Daytime Speed runterstellen. Das heißt, der Tag hält, ist deutlich länger. Und das könnt ihr bei der Nacht eben genauso machen. Ich habe Nacht nicht so gerne, weil man da nichts sieht. Deswegen habe ich das auf 2 gestellt. Das heißt, die Nacht verläuft dann praktisch doppelt so schnell und es ist schneller mal wieder Tag. Genauso könnt ihr das auch für die Morgen- und die Abenddämmerung einstellen. Das sind eben die Stunden, die hier nicht mit dabei sind bei Day und Night, weil Day endet ja schon bei 17 Uhr und Nacht fängt erst bei 19 Uhr an. Also für diesen Zeitraum dazwischen gibt es dann diesen, ich glaube, das wäre dann, da unten ist die Morgendämmerung und das ist die Abenddämmerung. Dann haben wir hier noch so eine Catch-Up-Funktion, die ist meiner Meinung nach nicht wirklich notwendig, ist eine ganz witzige Funktion. Keine Ahnung, wie man da drauf kommt. Und zwar, wenn sich jemand neu auf dem Server einloggt, dann startet der immer um 10 Uhr. Und das bedeutet, dass er einfach nicht nachts einloggt praktisch. Das ist also so ein nettes zusätzliches Feature. Und dann gibt es eben dazu die Catch-Up-Time, damit es sich irgendwann mit dem Server wieder deckt. Die Uhrzeit muss der dann natürlich aufholen. Das heißt, es dauert ein paar Stunden, bis der die gleiche Uhrzeit hat. Wenn ihr jetzt nachts rumlauft und euer Kumpel loggt ein, dann ist bei dem halt einfach 10 Uhr und bei euch ist Nacht. Ist, finde ich, eine blöde Funktion, aber kann man hier aktivieren, wenn man möchte. Kann man auch deaktivieren. Genau, und hier kann man eben die Uhrzeit einstellen, wann der neue Spieler dann praktisch startet. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt nur für neue Spieler gilt, also für ganz neu erstellte Charaktere, die das erste Mal einloggen, oder für alle Spieler, die dann einloggen.
Aber ich glaube, das gilt nur für neu erstellte Charaktere. Ist also eigentlich ein Setting, was auch nicht wirklich wichtig ist. Eben nur für ganz neu erstellte Charaktere. Okay, dann haben wir Survival. Da geht's dann los mit Stamina. Das könnte man zum Beispiel hochdrehen. Das heißt, die Kosten sind höher. Oder ihr dreht das runter, dann sind die Stamina-Kosten geringer und dann könnt ihr weiterlaufen, bevor ihr wieder recken müsst. Es gibt Thirst-Multiplier, Hunger-Multiplier ist eben überall das gleiche. Wenn ihr das runterdreht, habt ihr weniger Hunger. Habe ich auch gemacht, weil mich das ein bisschen genervt hat. Und dann gibt es auch einen Idle Hunger- und Thirst-Multiplier. Das heißt, wenn ihr rumsteht, braucht ihr auch was zu trinken, was zu essen. Egal, ob ihr da lauft oder rumsteht. Selbst beim Rumstehen müsst ihr immer essen und trinken wie verrückt. Und das habe ich auf 0,1 gestellt, weil das brauche ich gar nicht. Wenn ich AFK gehe, dann will ich nicht, dass der verhungert. Das wäre ungünstig. Deswegen habe ich das hier fast deaktiviert. Also meiner Meinung nach wäre es fast klüger, das noch komplett zu deaktivieren. AFK gehen ist bei Conan so eine Sache, das funktioniert nicht so gut. Okay, dann könnt ihr einstellen, ob ihr bei Equipment euer Zeug bei Tod verliert, so rum. Und also wenn ihr einen Haken reinmacht, dann verliert ihr eure Ausrüstung, wenn ihr sterbt. Wenn nicht, dann spawnt ihr neu mit eurer Ausrüstung. Das heißt, ihr müsst euren Loot nicht wieder einsammeln. Dann gibt es hier noch eine Einstellung, Everybody can loot corps. Das heißt, jeder kann euer Zeug looten, wenn ihr dann Haken reinmacht. Wenn ihr keinen Haken reinmacht, könnt ihr euer Zeug nur selber looten. Dann gibt es hier die Corruption-Einstellungen. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel in diese verlassene Stadt kommt, dann habt ihr da Corruption, die sich langsam aufbaut. Und hier könnt ihr einstellen, wie schnell die sich aufbaut. Ich habe das ein bisschen runtergestellt. Und hier könnt ihr einstellen, wie schnell das wieder abgebaut wird von euren Tänzern. Das ist bei mir Standard-Setting. Dann kommen wir zu Combat. Da gibt es den Player-Damage-Multiplier. Der steht bei mir auf 2,6. Das ist ein ganz wichtiges Setting für den Singleplayer, weil ihr die Bosse ansonsten nicht machen könnt. Die ganzen Dungeons, da empfiehlt es sich irgendwie ein Setting zwischen 2 und 3 zu nehmen. So war das erfahrungsgemäß bei mir. Bei den Worldbossen könnt ihr das direkt auf Anschlag stellen. Also da macht es dann Sinn, da mindestens 10 oder sowas einzustellen. Ansonsten habt ihr keine Chance, alleine die Worldbosse anzugehen. Es sei denn, die wurden seitdem rebalanced, da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber die sind auf jeden Fall mega stark und wenn ihr die machen wollt, dann müsst ihr auf jeden Fall diesen Multiplier hochdrehen. Dann gibt es hier den Damage Taken Multiplier, den habe ich ein bisschen runtergestellt im Singleplayer, damit ich da eben die Dungeons auch alleine machen kann. Dann gibt es hier den NPC Damage Multiplier, der steht bei mir auf 1 ganz normal. Und der NPC Respawn Multiplier, den habe ich auf 2 gestellt tatsächlich, weil der Respawn relativ langsam ist und man ja doch öfter mal irgendwo rumsteht und versucht Thralls zu zähmen oder zu versklaven. Und das habe ich einfach verdoppelt, das heißt, die spawnen ein bisschen schneller. Friendly Fire Damage habe ich runtergedreht, macht Sinn, vor allem auch, weil man ganz gerne von seinen eigenen Leuten getroffen wird in so Kampfsituationen. Die schießen auch gerne mal auf mich, meine Bogenschützen, also könnte man da noch runterstellen. Dann gibt es hier den Building Damage Multiplier und den Durability Multiplier. Also das ist eben für Gebäude, wie sich da der Schaden verhält. Wenn ihr es runterdreht, dann dürften die weniger, genau. Dann nehmen die Gebäude einfach weniger Schaden, steht auch ganz klar dabei. Durability, wenn ihr das hochdreht, dann sollte sich theoretisch die Durability etwas erhöhen. Das heißt, eure Items halten so ein bisschen länger. Dann gibt es den Thrall Wake-Up Timer, das heißt, könnt ihr einstellen, wie lange die schlafen. Wenn ihr es hochdreht, schlafen eure Thralls länger, wenn ihr die umknüppelt. Also das sind dann noch nicht eure, sondern eben fremde Thralls beim Zähmen schlafen dann länger und wachen nicht so schnell auf. Dann gibt es die Avatare, die kann man natürlich deaktivieren. Das sind diese Weltbosse, die man beschwören kann. Und man kann auch das Ganze Time Restricten oder die Time Restriction deaktivieren. Das heißt, man kann praktisch eigene Zeiträume bestimmen, während denen es möglich ist, Avatare zu beschwören. Und ansonsten ist das überhaupt nicht möglich. Dann gibt es ja noch zwei Settings für den Controller, und zwar das Auto-Facing und dieses Target-Locking. Das kann man aktivieren, deaktivieren, wie man möchte, ist standardmäßig wohl aktiviert. Dann habe ich hier noch Harvesting. Harvesting habe ich aktuell auf 2,8 gestellt. Das heißt, ich bekomme 2,8 mal so viel Ressourcen wie normal. Es gibt die Spoil Rate, die habe ich ein bisschen runtergedreht. Das heißt, die Sachen werden nicht ganz so schnell schlecht. Also Fleisch und sowas zum Beispiel hält sich ein bisschen länger. Dann gibt es den Resource Respawn Speed Multiplier, der steht bei mir auf 1. Das ist das Setting, was beeinflusst, wie schnell Bäume, Steine, alle möglichen Ressourcen respawnen. Dann haben wir noch diesen Crafting Tab. Hier könnt ihr einstellen, wie schnell euer Charakter craftet. Das heißt,
wie lange ihr warten müsst, bis das neue Schwert fertig ist zum Beispiel. Das habe ich deutlich reduziert. Das heißt, ich habe die Dauer reduziert und dementsprechend werden die Items deutlich schneller fertig. Bei den Thralls genauso, die arbeiten bei mir auch ein bisschen schneller. Und den Fuel Burn Time Multiplier habe ich hochgestellt. Das heißt, ich brauche weniger Ressourcen, um zum Beispiel Metall zu schmelzen. Das ist manchmal so ein bisschen verwirrend, aber wie gesagt, das steht eigentlich meistens in den Tooltips ganz klar drin. Also wenn ihr das runterstellt, dann verbrennt euer Holz schneller und dann braucht ihr dementsprechend mehr. Wenn ihr es hochstellt, verbrennt es langsamer und ihr braucht weniger. Dann gibt es noch dieses Abandonment Setting. Das sind praktisch die Decay-Timer. Das heißt, wenn ihr längere Zeit nicht online seid, dann werden Gebäude automatisch zerstört und Thralls automatisch, ja, also das despawnt einfach das Zeug, damit er dann wieder Platz für neue Spieler ist. Das ist natürlich im Singleplayer vollkommen nicht notwendig. Das heißt, im Singleplayer könnte man das alles deaktivieren. Ich habe es ja auch deaktiviert. Das heißt, ich habe den Decay von Gebäuden deaktiviert. Ich könnte auch den Thrall Decay mal deaktivieren, weil den brauche ich auch nicht. Und dann sind die Timer auch uninteressant, weil ich sowieso deaktiviert habe. Ansonsten, wenn man das nutzen würde, könnte man hier eben die Zeit einstellen. Das heißt, wenn es hochdreht, dann dauert es eben länger. Hier steht auch genau wie lange, 15 Tage. Und bei den Gebäuden steht es nicht da, wie lange das ist, aber es ist ein Multiplier. Das heißt, wenn ihr das hochdreht, dann bleiben die Gebäude eben länger stehen. Und wenn ihr das runterdreht, dann despawnen die Gebäude schneller. Hier steht die Zeit dummerweise nicht dabei, bei den Thralls steht sie dabei. Okay, dann gibt es noch den Chat. Da kann man den Radius vom Local Chat einstellen. Man kann die maximale Message Length einstellen, das heißt, wie lang so eine Message sein kann. Und man kann den Global Chat aktivieren oder deaktivieren. Dann gibt es noch die Purge. Das ist eigentlich was, was man in einem eigenen Video behandeln müsste. Das ist schon wieder ziemlich komplex. Die Purges sind diese, ja, diese großen Angriffe auf befestigte Stellungen, das heißt auf eure Basis praktisch. Und da könnt ihr alles Mögliche einstellen. Hier habt ihr zum Beispiel praktisch, also ihr könnt es deaktivieren, aktivieren. Habt ihr dann die Einstellung, wie schwierig die Purge sein soll. 6 ist, glaube ich, die höchste Stufe. Und 1 wäre dann, oder 0 wäre aus, ne? Ich glaube, 0 ist aus oder super einfach. Und Stufe 6 ist eben das Schwierigste. Das heißt, das beeinflusst dann, was da für Gegner kommen, wie schwierig die Gegner sind. Zusätzlich zu diesem Purge-Level ist es auch ganz wichtig, wo ihr euch befindet. Also wenn eure Basis irgendwo im Süden ist, irgendwo in der Wüste, in der Startzone, ich glaube, das war im Süden der Map, wenn ich mich recht entsinne, da ist es super einfach, da kommen dann halt so ein paar Hyänen und so. Und wenn ihr aber eure Basis oben im Norden irgendwo im Snowbiome stehen habt, dann kommen da eben statt den Hyänen Wölfe und Bären und so ein Zeug und das ist dann schon deutlich schwieriger. Das ist also auch ein bisschen unabhängig vom Level. Das Level beeinflusst einfach, wie viele Tiere kommen und ja, das ist ein bisschen komplexer. Das haben wir auch in unserer Season so ein bisschen getestet. Also wenn ihr euch da für diese ganzen Purge-Settings interessiert, dann schaut am besten die entsprechenden Videos dazu. Das ist wie gesagt so ein bisschen umfangreicher hier. Das ist auf jeden Fall das Level, das ist das Wichtigste und alles andere ist jetzt erstmal nicht so super tragisch. Okay. Das lasse ich jetzt mal so stehen. Dann gibt es noch Pet- und Hunger-Einstellungen. Das heißt, die ganzen Tiereinstellungen, wie viel Hunger die haben und so weiter. Das kann man hier deaktivieren, dass die Tiere und Menschen Hunger haben. Das ist hier relativ neu. Das war früher nicht so, aber jetzt müssen alle Tiere und alle Thralls immer essen. Und man muss eben diese ganzen Töpfe und Feeding Troughs und so weiter aufstellen. Und das kann man für Thralls und für Tiere hier getrennt aktivieren und deaktivieren, wenn einem das nicht gefällt. Es gibt den Nutrition Value. Der bestimmt, wie viel eure Tiere und Thralls fressen müssen. Das heißt, wenn ihr das hochstellt, dann müssen die weniger essen, weil das Futter mehr bringt. Und wenn ihr das runterstellt, dann ist der Nährwert geringer und die müssen mehr essen. Dann gibt es die Starvation Time, die ist hier in Minuten. Und das bestimmt, wie lange es dauert, bis eure Thralls und Tiere verhungern. Dann gibt es auch noch so ein Damage Penalty Cap. Das heißt, ihr könnt einstellen, ob eure Tiere hier komplett sterben sollen oder nur so einen bestimmten Schadenswert, also praktisch zum Beispiel nur 30% Schaden nehmen sollen und dann dabei bleiben sollen oder ob die komplett sterben. Das heißt, 1 bedeutet 100%. Wenn ihr das auf 1 stellt, dann haben eure Tiere auch 100% HP, wenn sie gerade hungern. Und wenn ihr das auf 0 stehen habt, dann dürften die sterben, wenn sie verhungert sind. Also die nehmen dann immer mehr und mehr Schaden bis 0.
und sind dann tot. Wenn ihr das ein bisschen hochstellt, zum Beispiel auf 0,1, dann dürften die theoretisch mit 10% Hitpoints überleben und durch Hunger gar nicht sterben können. Ist vielleicht auch ganz interessant. Also ich stelle sowas bei Early Access Titeln immer ganz gerne ein, weil doch hin und wieder mal was schief geht. Und da ist es gut, wenn nicht die gesamte Basis plötzlich alle Tiere und Menschen tot sind. Die Settings wurden auch diverse Male geändert, umgeschrieben und so weiter und so fort. Also ich bin da auch ein bisschen verwirrt teilweise. Ich musste jetzt gerade selbst nochmal testen, wie das mit dem Animal Pen Crafting Time Multiplayer ist, weil ich mir da auch nicht mehr sicher war, weil da immer sehr viel geändert wurde. Ich weiß nicht, wie das jetzt aktuell ist, aber da muss man auch auf jeden Fall drauf achten. Meine Settings wurden mir öfter von neuen Patches zerschossen, weil da einfach Dinge geändert wurden, die man dann wieder einstellen musste. Genau, und dieser Animal Pen Crafting Time Multiplayer bestimmt, wie lange es dauert, bis ihr die Tiere gezähmt habt. Wenn ihr den runterstellt, das steht natürlich standardmäßig auf 1, ich musste das wie gesagt testen. Wenn ihr den runterstellt, dann geht es deutlich schneller. Ich habe es ganz niedrig eingestellt, um das eben testen zu können. Wenn ihr den hochstellt, dann dauert es deutlich länger, bis die Tiere auszähmen. Also wenn es schneller gehen soll, dann könnt ihr das zum Beispiel hier auf 0,7 oder so stellen. Dann geht es eine ganze Ecke schneller. Dann gibt es den Food Container Range Multiplayer, das heißt, der bestimmt, wie hoch die Reichweite von euren Feeding Troughs und diesen Futtertrögen für die Menschen ist. Und wenn ihr das hochdreht, dann reichen die eben weiter, müsst ihr weniger aufstellen. Das ist also auch ganz praktisch, weil die Reichweite doch ziemlich beschränkt ist, wenn ich mich recht erinnere. Dann gibt es noch Exclusive Diet. Wenn es euch richtig schwer machen wollt, dann aktiviert ihr das. Dann muss nämlich jedes Tier das Futter kriegen, was es braucht. Und die Menschen natürlich genauso. Das heißt, ich glaube, momentan ist es so, dass die ganz gerne Fleisch zum Beispiel nehmen. Ich glaube, die nehmen alles, was man reinpackt, wenn man das Setting nicht aktiviert. Also dann fressen auch die Kamele zum Beispiel Fleisch. Das ist bei mir ganz normal. Wenn ihr das nicht wollt, dann könnt ihr das hier aktivieren. Und dann müssen die Kamele eben meinetwegen Heu fressen. Da bin ich mir nicht mehr ganz sicher, was die fressen. Die Hyänen brauchen Fleisch und die Menschen brauchen ihre Suppe. Und dann können die nicht einfach kreuz und quer das fressen, was ihr denen gerade reinschmeißt. Das macht die Sache also deutlich komplizierter. Ja, das sind so die Basic Settings. Das sind, denke ich, die wichtigsten. Ein Setting, was noch super wichtig ist und was wir, glaube ich, nicht dabei hatten, das vermisse ich so ein bisschen. Das ist die Thrall-Taming-Geschichte. Wie lange das dauert, das Setting habe ich hier in den Einstellungen nochmal markiert, dass ihr das auch habt. Das ist der Thrall-Conversion-Multiplier. Den habe ich auf 0,2 gestellt. Das heißt, die Thralls werden dann deutlich schneller auszähmen. Steht natürlich standardmäßig auch wieder auf 1. Das heißt, die zähmen jetzt bei mir 5-mal so schnell aus wie normal. Das ist bei den Videos ganz angenehm, weil ansonsten kriege ich in einem Video keinen Thrall ausgezähmt. Das dauert, glaube ich, ein paar Stunden. Ja, wie gesagt, das sind meine Aufnahmeeinstellungen. Das sind nicht die Einstellungen, die für euch die besten sind. Da müsst ihr euch selbst Gedanken drüber machen. Ich empfehle, wie gesagt, das Spiel mit den Standardeinstellungen zu spielen. Das ist schon so gedacht, dass man damit auch spielen kann. Und im Normalfall macht das auch Sinn. Das ist natürlich so, wenn man die Bossfights machen möchte im Singleplayer, dann sollte man die Settings entsprechend anpassen, um das überhaupt machen zu können, weil die natürlich für mehrere Leute ausgelegt sind. Die Worldbosse sind zum Beispiel für 10 Leute plus, denke ich, ausgelegt. Und das kann man eben Singleplayer nur machen, wenn man die Einstellung entsprechend hochstellt. Ja, so viel mal zu den Basics der Serverkonfiguration von Conan Exiles. Ich hoffe, ich habe die wichtigsten Infos rübergebracht. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt sie gerne in die Comments. Genauso, wenn ihr noch irgendwelche weiterführenden Guides zum Beispiel hier zur Purge sehen wollt, dann können wir da auf jeden Fall auch noch ein Video zu machen. Wenn euch das Video weitergeholfen hat, lasst doch ein Like da, damit ich Bescheid weiß. Ich wünsche euch viel Spaß im Land der Barbaren und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, tschüss!